Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim? Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. Herzlich willkommen beim heutigen Insider. Schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben und herzlich willkommen meine heutigen Insider hier im Studio. Ursula Stenzel, langjährige Journalistin und Politbeobachterin. Danke. Und herzlich willkommen Peter Pelinka. Sie haben ein eigenes Medienberatungsunternehmen und natürlich sind Sie ebenfalls gut bekannt, langjähriger Journalist in Österreich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir sprechen heute anlässlich des Frauentages über Frauen in der Politik. Und da gleich eingangs die Frage, haben es Frauen schwerer? Ich denke da jetzt vor allem an die Situation rund um Pamela Rendi-Wagner und die ewigen Debatten schon seit mehr als einem Jahr. Frau Stenzel, wie sehen Sie das? Haben es Frauen wirklich schwerer als Männer in einer solchen Führungsposition, die so exponiert ist? Nein, das glaube ich nicht. Ich sehe auch die Krise um die SPÖ-Führung Rendi-Wagner nicht so sehr als eine Krise der Frau in der Politik, sondern als eine Krise der SPÖ in der Politik. Denn wenn man es genau nimmt, hat sich diese Krise erstmals gezeigt im Jahr, glaube ich, 2016 oder 2017, als Werner Faymann ausgepfiffen wurde am 1. Mai. Und seit da geht ein Riss durch die SPÖ. Und wie wir alle wissen, ist Pamela Rendi-Wagner nach dem sehr abrupten und sehr kritisierten plötzlichen Abgang von Christian Kern, dem ehemaligen Bundeskanzler, faktisch ein Ziehkind von Christian Kern. Und sie sollte also gegenüber Kurz, dem neuen Strahlemann der ÖVP, sozusagen ein weibliches Pendant sein, etwas Neues, etwas Strahlendes. Nun, den Kurz gibt es nicht mehr und die Rendi-Wagner ist faktisch aus diesem Duell übergeblieben und hat jetzt sozusagen quasi wie ein Bauernopfer die ganzen Krisen der SPÖ sozusagen zu erleiden, die es gibt. Nicht wahr? Sie hat sich ja zuerst den Herrn Drotz da genommen als Geschäftsführer, als Bundesgeschäftsführer. Wie wir wissen, hat der Herr Drotz da Vorliebe für gute Uhren und fesche Autos gehabt und war schon einmal ein personalpolitisch nicht sehr glückliches Händchen. Und jetzt hat sie natürlich Christian Deutsch als Bundesgeschäftsführer. Ist wieder eigentlich ein Mann aus dem Faymann-Lager. Nicht wahr? Und hier, glaube ich, daran spießt es sich. Es ist eben nicht so sehr eine Krise der Rendi-Wagner, als eine Krise, die bei ihr zum Ausbruch jetzt gekommen ist, weil alle Parteien, die also irgendwie auf der Verliererstraße sind, Christian Kern hat ja einmal gesagt, die SPÖ ist nicht für Opposition geschaffen. Nicht? Auch das schon eine gewisse Arroganz, weil jede Partei kann sich einmal in der Opposition fühlen. Aber die Oppositionsrolle ist natürlich eine Erschwernis auch für jeden Parteichef, ob das jetzt eine Frau ist oder ob das ein Mann ist. Mhm. Herr Pelinka, wie sehen Sie das? In einigen Punkten stimme ich völlig zu, der Frau Stenzel. Es ist natürlich weit mehr als eine personelle Frage, die jetzt ansteht und die das schon seit Längerem, das stimmt, in der SPÖ gibt es offene Fragen. Wie in allen übrigens größeren Parteien ist sowohl die ÖVP, die hat das gerade noch nicht hinter sich, brechen immer wieder soziale Probleme auf, gesellschaftliche Probleme. Auch die FPÖ ist ja nicht mehr die FPÖ wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Also da gibt es auch einen massiven Wandel. Aber ich würde schon sagen, dass es spezifische, frauenspezifische Momente in dieser Auseinandersetzung gibt. Mhm. Ja. Welche wären das? Also ich würde bezweifeln, dass würde Rendi-Wagner ein Mann sein, dass sie in dieser Form angegriffen würde. Wobei ich sage gleich dazu, es gibt ja viele Angriffspunkte aus meiner Sicht durchaus auch. Aber die Form, wie das geführt wird, dieses leicht immer Verächtliche, das ist schon ein bisschen machistisch. Naja, aber das war bei Faymann auch und Faymann war ein Mann. Nicht? Und also ich sehe wirklich nicht geschlechtsspezifisch. Ja. Das Problem ist, in dem Moment, wo eine Partei, die gewöhnt war, eigentlich eine erste Geige zu spielen in der damals noch großen Koalition, ja, die jetzt auf die Oppositions
Bank sozusagen sich zurückziehen muss, hat es natürlich viel schwerer. Das trifft auch für alle Parteien zu. Und wenn hier nicht eine sehr starke Autorität, sagen wir, à la Kreisky, soweit die Partei Funktionäre bringt, dass man wirklich intern die Probleme ausdiskutiert. Aber das hat man ja nicht einmal unter Kreisky gemacht. Wir erinnern uns an Andrus Kreisky, das ist in aller Öffentlichkeit ausgetragen worden. Und ich meine, die Frage ist immer, gibt es irgendeinen Deus ex machina, eine Dea ex machina für die SPÖ? Und da ist natürlich Ludwig im Spiel, der Wiener Bürgermeister. Nur welcher Wiener Bürgermeister, der die SPÖ schlechthin ist in Österreich, nicht wahr? Welcher Wiener Bürgermeister reißt sich schon drum, in so einer Situation Bundesobmann zu werden, nicht? Aber wir sind ja beide lang genug beobachtend. Ja. Wir wissen, dass selbst Kreisky ist ja Produkt einer Kampfabstimmung gewesen. Mhm. Ja? Und auch, weil wir Wien zitiert haben, in Wien war ja auch eine heftige Auseinandersetzung, die eben keine rein persönliche war zwischen Ludwig und Schieder. Ja, genau. Und eigentlich ist das überraschend blutfrei, ohne Blutvergießen vonstatten gegangen. Und die SPÖ hat einen sehr raschen Einigungsprozess gehabt. Das heißt, es geht. Es ist nicht der Konflikt an sich was Böses, sondern die Art manchmal, wie er geführt wird. Mhm. Und mir geht eben nur in diesem Punkt, finde ich, wenn da so leicht verächtliche Töne, naja, mit der kann man nichts gewinnen, weil die ist, es stimmt. Also ich bezweifle auch, dass René Wagner die ideale Führungsposition ist. Die gibt es wahrscheinlich derzeit nicht in der SPÖ. Das weiß ich nicht. Das könnte ich schon. Ich frage nicht, sondern ich sage das mal. Nee. Ja. Da können wir noch drüber reden, wer da eventuell in Frage käme. Ja. Aber weil Sie das eben auch angesprochen haben, da möchte ich eben kurz eben einwerfen, auch was man natürlich jetzt in dieser Debatte sehr oft hört. Es gibt erstens mal wenig Frauen, die Parteivorsitzende sind derzeit in Österreich. Ich kann mich jetzt nur noch erinnern an Eva Glawischnik als eine der wenigen, die sich jahrelang gehalten hat auf diesem schwierigen, exponierten Posten. Genau, und Meinl Reisinger von den Neos, aber das ist doch eine sehr kleine Partei, die natürlich nicht diese Gewichtung hat wie die SPÖ. Die ihren männlichen Vorgänger also ins Abseits gedrängt hat. Hat sich auch selbst ein bisschen gelingt. Ja, ich glaube, er hat sich drängen lassen, oder? Hat sich drängen lassen in den Wald. Ja, in den Wald. Aber es gibt Beispiele, nicht? Und wir hatten sogar eine Bundeskanzlerin, ja, was niemand glaubt. Wir hatten im Übergangskabinett Frau Bierlein. War eineinhalb Jahre eine recht geschätzte Bundeskanzlerin. Ja? Und es hat viele gegeben, nicht realpolitisch, nicht möglich, die gesagt haben, na, können wir das nicht weitermachen. Mhm. Ja, es gibt ja auch international interessante Frauen. Also Golda Meir, sehr beeindruckend, Margaret Thatcher, sehr beeindruckend, eher konservativ. Ja. Oder Meloni, oder? Und Meloni, ja, genau. Also es gibt immer wieder Marine Le Pen, ja, auch sind Frauen, die sich durchaus an der Spitze auch von Parteien bewähren und halten. Und nein, ich glaube, Randy Wagner hat es insofern schwierig gehabt, als sie auch erst 2017, glaube ich, SPÖ-Mitglied wurde, nicht? Und sie hat also das nicht, was so allgemein journalistisch als Stallgeruch bezeichnet wird in der SPÖ. Ich glaube, es ist wirklich eine Partei, die SPÖ hat nicht im Moment die überzeugenden Antworten auf schwierige Fragen. Ja? Wir haben schwerste Sozialprobleme. Wir haben das außenpolitische Problem mit dem Ukraine-Krieg und dem Ukraine-Konflikt. Wir haben die Probleme mit den Teuerungen der Energieversorgung und ein Rattenschwanz von anderen Problemen mit drin. Viele Menschen wirklich wissen nicht, wo sie es hernehmen sollen. Ja? Und hier fehlt vielleicht bei ihr, vielleicht ist sie zu hübsch, ja, man, unter Umständen, das kann auch den Neid erwecken bei Frauen. Ich finde es wunderbar, sie schaut blendend aus und sie hat viel in ihrem Leben auch gemacht. Sie war Medizinerin, sie war Infektionsspezialistin, sie war ganz kurz auch Ministerin. Also man hat sie sehr, Christian Kern hat sie sehr in dieses Amt schon gedrängt, muss ich sagen. Und er hat aber nicht immer auch jetzt in dieser schwierigen Phase wirklich zu ihr gehalten. Er hat dann gesagt, na ja, diese und jene Personalentscheidung hätte er vielleicht anders getroffen, aber er will da nicht reinreden, nicht? Bei der Gaspreisbremse, da hat sie sich mit Christian Kern wieder gezeigt. Also auch nicht sehr kollegial, würde ich sagen. Ja? Naja, also
wir tun jetzt keine interne Parteigeschichte gemeinsam schreiben. Aber die Politiken, aber was die politischen Botschaften betrifft, das war schon interessant, wie sie das sieht. War das so schlecht, was Brandy hier gemacht hat? Nein, da ist sie auch unbestritten. Als Gesundheitspolitikerin, als Gesundheitsexpertin ist sie unbestritten. Also Sie finden, die Oppositionspolitik war in letzter Zeit gut? Von der SPÖ? Gut, das ist die Frage, nicht in allen Sektoren. Es gibt sicher zu wenig wirtschaftspolitische Alternativen. Ja. Aber ich frage mich, ob das in der heutigen Zeit überhaupt eine Person alles abdecken kann. Ja. Also da müsste gleichzeitig Wirtschaftsexpertin sein, Gesundheitsexpertin, in dem Fall ist sie. Die muss die große Oppositionsansage international machen. Also sie kommt natürlich, das stimmt, sie ist ja nicht routiniert. Ja. Ja, sie hat nicht diesen Background, den etwa, um ein großes Zitat zu bringen, den Bruno Kreisky hat, kann sie nicht haben. Ja. Hat aber keiner. Oder auch den, sein den etwa auch Männer nicht. Ja. Oder auch den etwa Franitzky gewonnen hat oder Androsch immer hatte. Ja. Ja. Aber das sind Big Names. Ja. Die haben auch in der Wirtschaft Erfolge gehabt. Und das ist jetzt die Frage, was erwartet man? Den haut drauf Oppositionspolitiker, das ist sie sicher nicht. Ja. Wer wäre denn das von den möglichen Kandidaten? Ich glaube nicht, dass es eine einzelne Person alles abdecken kann. Aber wie wäre die Frage ist, und das ist eigentlich ihr Problem, das ich sehe, ist, dass sie zu wenig ein Team um sich geschaffen hat. Sie hat kein, wenn man so will, ein Schattenkabinett geschaffen, wo dann vielleicht sogar der Doskozil einen Platz gehabt hätte, wenn er sich einreihen ließe als Sicherheitsexperte oder was. Wo der Kern als Energieexperte oder so. Also das geht mir ein bisschen ab, dass sie 5, 6, das gibt es ja auch in der SPÖ, 5, 6 Experten für bestimmte Themen hat, die sie permanent mit sich auftreten. Gut, ich habe von einem Insider der SPÖ gehört, sie wäre auch beratungsresistent. Ja? Also irgendwie zieht sie sich dann in sich selbst zurück und das mag eventuell eine Schwierigkeit auch sein, dass man keinen guten Rat so annimmt. Aber sie hat natürlich auch viel Grund zu misstrauen, weil, sagen wir, der Bulle von Eisenstadt ist natürlich kein sehr angenehmer Gegner und ist sicher auch einer, der hier ein gerüttelt Maß an Mitverantwortung trägt für den Zustand der SPÖ. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist meine geringste Sorge. Ja, ich finde nur, eine Partei, jede Partei sollte in der Lage sein, auch genügend qualitätsvolle Führungspersönlichkeiten aufbieten zu können. Das, was Sie hier meinen, das ist ein bisschen kollektive Führung. Das hat ja der Peter Kaiser auch in Kärnten, glaube ich, angedacht. Also das funktioniert so, glaube ich, auch nicht. Nein? Nur zur Klarheit. Also wir reden nicht nur über René Wagner und die SPÖ, wir reden über Frauen in der Politik. Ja. Nur ein letzter Satz noch dazu. Ich habe nicht gemeint, kollektive Führung in dem Sinn, dass jeder für alles zuständig ist. Aber ich glaube, jeder Spitzenpolitiker oder jede Spitzenpolitikerin muss ein Team schaffen können, dass sie, von dem sie sich beraten lässt und das sie für bestimmte Sektoren einteilt und auftreten lässt. Mhm. Diese kollegiale Führung gibt es in der SPÖ derzeit nicht. Dann schauen wir mal in den Rest Österreichs. Was haben wir denn da eigentlich für starke Politikerinnen? Wir haben in Salzburg Marlene Swasek zum Beispiel. Die wirkt dann doch recht stark, oder? Ja, die ist sicher um eine ernstzunehmende Persönlichkeit in der Politik. Ich habe sie ja kennengelernt und ich glaube, man sollte sie nicht unterschätzen. Also Haslauer könnte hier einen Fehler machen, wenn er sagt, mit der Dame irgendwie hat er also keine Sorge, nicht wahr? Nein, ich glaube, jeder Landeshauptmann, der demnächst zur Wahl stellt, sollte sich Sorgen machen, ja? Weil so einfach ist es nicht. Auch eine Mikl Leitner, die eine sehr starke politische Persönlichkeit ist, aus der Schule von Erwin Bröll kommt, also gelernt hat, wie Machtpolitik geht und wie man Autorität auch ausübt. Auch sie hat also doch stark federn lassen müssen. Und das sollte man also in Betracht ziehen. Der Wähler ist das unberechenbare Wesen, nicht wahr? Er reagiert oft ganz anders als die also Politprognostizisten es erwarten. Und daher sollte man niemanden unterschätzen. Also das Problem in der Politik ist, man soll weder Freund noch Feind unterschätzen. Da stimme ich absolut zu. Ich weise nur darauf hin, dass vielleicht gerade in Ländern, wissen wir aus österreichischer Erfahrung, oft die Rolle
des Persönlichen und auch dann des Frauseins positiv sein kann. Wir haben in Salzburg einen völlig überraschenden Landeshauptmannwechsel gehabt zu Gabi Burgstaller, noch nicht so lange her. Wir haben in Steiermark damals auch überraschend die Frau Klasnik erlebt. Das heißt, gerade das stimmt so, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen weniger auf der Länderebene, dass Frauen da diskriminiert werden oder ein bisschen runtergemacht werden. Es ist so, dass Überraschungen gerade in den Bundesländern derzeit groß angesagt sind. Vor allem auch in dieser Gesamtstimmung gegen die da oben, gegen die Politik. Ja. Und das baden dann oft unerschütterlich scheinende Landespolitiker aus. Das heißt aber also de facto auf der bundespolitischen Ebene ist die Luft dünner, da ist es eben auch für Frauen und natürlich für Männer schwieriger. Würde ich meinen, wenn man anschaut, die hat jetzt nichts damit zu tun, ob Frau oder Mann. Nein, das hat meiner Ansicht nach damit nichts. Ein bisschen. Ja. Also ich sage, es hat nichts zu tun. Sie sagen ein bisschen, Sie sagen. Ich glaube, okay. es liegt an der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen. Ja. Egal, ob er jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist. Manche haben eine wirklich angeborene Autorität auch, die sie zum Tragen bringen können. Das hat man oder das hat man nicht. 90% ist Arbeit und Fleiß. 5% sind gute Berater und 5% ist Beratung annehmen. Also ich würde das ein bisschen in Frage stellen, weil natürlich spielt es eine Rolle, das Mann-Frau-Sein in der Frage, wie kann man sich durchbeißen? Wie kann man Widerstände überwinden oder harmonisieren im positiven Sinne jetzt? Ja? Und das ist schon offensichtlich bei Frauen oft schwieriger der Fall als bei Männern. Männer sind gewohnt von vornherein Ellbogen raus, Durchsetzung. Frauen sind das weniger gewohnt und tun sich dann schwerer. Es gibt natürlich immer wieder Frauenbeispiele, die Frau Stenzel ist ja so eine, die sich durchsetzt. Ja, mit wechselndem Erfolg. Manchmal hat das Harmoniebedürfnis auch überwogen. Aber auch vielleicht auch Johanna Mikl-Leitner. Also da ist man absolut mit einer starken Frau konfrontiert. Ja, natürlich. Wie Frau Stenzel auch gesagt hat, natürlich hat sie gelernt bei einem wirklich starken Politiker, bei Erwin Bröll. Ja? Und ist in dessen, würde ich nicht sagen, Schatten aufgewachsen, sondern sie hat sich zunutze gemacht, den Rückenwind, den sie auch von Bröll hatte. Und also es kommt schon ein bisschen, wie gesagt, ich würde sagen, 50% spielt das Geschlecht deshalb schon eine Rolle. Und 50% sind es andere Qualitäten. Und die Empathie, dass die Menschen dir abnehmen, dass du ihr Schicksal, ihre Nöte wirklich ernst nimmst. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo viele, viele Menschen kämpfen. Kämpfen um ihre Existenz, kämpfen um ihre Alltagsbewältigung, kämpfen mit zu wenig Geld, das auch zu wenig wert ist. Ja? Und das sind alles Alltagsprobleme, die man glaubhaft teilen können muss. Und erst wenn man das drüber bringt, ja, kann man auch sagen, gut, dann machen wir das und jenes und wir schauen, dass wir, was weiß ich, Mietpreisbremse zum Beispiel, ja, oder Energiepreisbremse. Irgendetwas, was einem das Dasein, das Jetzt-Dasein erleichtert. Aber Kinderbetreuung, ja, und diese Dinge. Es ist ja schon viel passiert, ja, aber im Moment haben wir es eben schwer. Und es ist nicht die Schuld von irgendwelchen österreichischen Politikern, sondern leider die Schuld von einem fürchterlichen Konflikt, der eine Art Stellvertreterkrieg ist zwischen Russland und Amerika in der Ukraine, wo China jetzt mitmischt und den großen Heizbringer mimt. Also auch das ist ja auch etwas, was einem zu großer Sorge Anlass geben sollte, nicht wahr? Und da bleibt der Durchschnittsmensch oft wirklich allein, fühlt sich alleingelassen. Und dieses Gefühl, er ist nicht alleingelassen, muss ein guter Politiker vermitteln können und dann entsprechende operative Maßnahmen setzen, wo wirklich eine Erleichterung geschaffen wird. Ein inhaltlicher Punkt noch, wo es Frauen sicher schwerer haben, dass sie natürlich schwieriger durch die gesellschaftlichen Strukturen die Frage Kinderbetreuung und Karriere unter einen Hut bringen können. Ja? Also wenn es nicht gezielter und noch besser, es ist ja einiges passiert, aber gezielter und noch besser die Kinderbetreuung organisiert wird, wird es eine Frau immer schwerer haben, weil die natürlich zugewiesen bekommt, eher die Rolle des Daheimbleibens. Und ich sage Ihnen, wenn ich mir anschaue, was heute der Vorarlberger Landeshauptmann gesagt hat, der einfach gesagt hat, es ist kein Geld da für den Ausbau in Vorarlberg.
Ja? Der Kinderbetreuung. Ja, das ist ja, das ist ja absurd. Also das muss er zumindest als Ziel formulieren. Ja, wenn also in Westösterreich die Strukturen so sind, dass noch immer, ich glaube, die Hälfte der Kindergärten, mindestens die Hälfte, zusperrt um 12 Uhr oder um 1 Uhr. Kein Wunder, dass Frauen, die können nicht ganztägig berufstätig zum Beispiel sein. Es geht ja nicht nur um Politikerinnen, es geht ja auch um die Wirtschaft. Ja? Jetzt wird viel diskutiert über den Ausbau der Vollzeitarbeitskräfte. Ja? Genau. Wie sollte es gehen, wenn Frauen, teilweise wollen sie es natürlich auch, muss man sagen, ja? Aber mit den Konsequenzen, dass die Pension dann geringer ist am Ende. Da gibt es ja jetzt so einen Kompromissvorschlag, wo man sagt, die Männer sollten weniger arbeiten, 30 Stunden, damit sie ein bisschen Zeit für die Kinder haben. Und die Frauen aufstocken auch auf 30 Stunden und so würde man sich diese Last teilen. Das sind alte Vorschläge, die sich nie bewährt haben und ich glaube auch so nicht bewähren können. Nein, es geht ja darum, dass viele Frauen in Berufen landen, die von Haus aus nicht so gut bezahlt sind. Ja? Also daher hast du immer die Schieflage und es ist eine statistische Schieflage von 7% zwischen den Einkommen von Männern im Durchschnitt und den Einkommen von Frauen. Ja? Stimmt, die ganze ein bisschen höher. Oder sogar noch höher. Und das hängt mit der Berufswahl zusammen, mit der Ausbildung und so weiter. Aber ich muss eines sagen, bei all dieser Diskussion, Frauentag und so weiter und Emanzipation und Gleichberechtigung und Chancengleichheit, mir kommt schon immer eines zu kurz. Das schwächste Glied in der Gesellschaft ist immer noch das Kind. Und über das reden wir eigentlich am wenigsten. Ja. Und ich finde, die Kinder sollten viel mehr in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt werden. Ja. Denn die haben ein Anrecht auf Eltern, sie haben ein Anrecht auf Zeit und sie haben ein Anrecht zu werden und sie sich selbst Anrecht behaupten zu können. Von dem und auch auf Förderung, natürlich. Ja. Also Sie meinen, dieser 30-30-Vorschlag wird sich nicht durchsetzen? Nein, also alles, was so eingreift in eine freie Wirtschaft, ist ein Blödsinn. Vielleicht, weil ich jetzt auch schon zum Ende kommen muss, leider, ich würde gerne noch weiter mit Ihnen diskutieren. Zum Abschluss eben die Frage, weil Politikerinnen haben ja dieses Problem mit der Betreuung nicht so stark, die verfügen über die finanziellen Mittel, sich diese Betreuung zu besorgen. Ja, auf dem freien Markt haben Sie schon ein paar Probleme. Ja, aber die können sich das noch leisten. Aber vielleicht die Abschlussfrage, warum sind dennoch so wenige Frauen in Spitzenpositionen in der Politik? Ganz kurze Antwort, Herr Bilinka. Weil sie noch immer die härteren Bretter zu bohren haben als die Männer. Das heißt, es fällt ihnen schwerer, in der Gesamtgesellschaft und auch in der Politik Karriere zu machen. Mhm. Frau Stenzel? Weil sie vielleicht nicht genügend Selbstbewusstsein haben. Ja. Die Frauen haben zu wenig Selbstbewusstsein, sehen Sie es auch so? Sie sind ein anderes Beispiel, offenbar. Nein, also im Durchschnitt stimmt das sicherlich. Ja. Frauen, das hängt ja zusammen. Wenn sie weniger Chancen sehen, haben sie weniger Selbstbewusstsein. Wenn sie weniger Selbstbewusstsein haben, haben sie weniger Chancen. Also das ist wirklich Henne und Ei. Gut, dann danke ich Ihnen vielmals für die spannende Diskussion und Ihnen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal beim Insider.